even get to pause. Hey Freunde, was geht? Hier ist euer Rap Marek und wir werden euch eine chillige Location zeigen, wo ein richtig geiles Fahrzeug reinspawnt. Ja, ihr seht schon, wir sind in der Grover Street und hier in dieser Gegend spawnen diese ultra geilen Fahrzeuge. Was ihr dafür braucht ist, nein, ihr braucht keinen Kollegen, ich habe jetzt hier einen dabei. Ihr braucht auf jeden Fall erstmal ein Straßenfahrzeug, denn anscheinend funktioniert das Ganze nicht, wenn ihr ein gekauftes Fahrzeug habt. So, manchmal spawnen dann halt auch dieses Fahrzeug hier auf einer Grover Street, aber ich glaube, ich habe es jetzt hier nicht gesehen. Also es ist nicht da. Ja. Da fahren wir jetzt erstmal hin zu der ersten Spawn-Location. So, tut mir leid. Ah, jetzt bin ich selber schon wieder fast so schnell. Und falsch eingebogen. Nee, geradeaus wollte ich ja nicht. Wollte ja hier rein. So. Da seht ihr schon, da spawnt er ja auch rein direkt. Es kommt vor, dass er dann auch nicht immer sofort gleich rein spawnt. Deswegen habt Geduld und probiert immer weiter aus. Das Besondere an diesem Fahrzeug ist, der ist designlich komplett aufgetuned, auch tief gelegt und alles reingebaut, also alles Teure ist schon drinne. Ihr müsst nur noch Motor und sonst was alles halt einbauen. Das ist erstmal Location Nummer 1. Nummer 2 ist in das Grover Street. Da spawnt dann auch einer rein. Und dann haben wir natürlich noch eine Location, die ist hier. Hier spawnt einer rein, so am Abseits, da ist so ein Zaun, dann könnt ihr da durchfahren und da sind so Frackteile und da spawnt auch einer rein. Ihr könnt aber auch Glück haben, wenn ihr hier in dem Ganggebiet seid, hier auch im Dreh oder also hier allgemein, hier ist ja hier komplett Gang. Dann könnt ihr Glück haben, dass dann da jemand da mit dem Fahrzeug sogar schon rumfährt mit so einer aufgetunten Karre. So, ich hoffe, euch hat das uns jetzt hier gefallen. Und ja, wie ihr gehört habt, wenn am 18. November starten wir eine Mega-Aktion. Und das wird auch dabei ist bei dieser Aktion auch Snake und halt andere Facebook-Seiten. Und das wird eine richtig große Aktion werden, wo wir dann PSN-Cards verlosen und Livestream zu GTA Online Next Game machen. So, ich hoffe, euch hat das gefallen und haut rein!